Mit hängenden Köpfen strömen die Fans aus dem Stadion in Dortmund. So hatten sie sich diesen Abend nicht vorgestellt. Das Fußballfest endete, bevor es überhaupt so richtig begonnen hatte. Und wie haben sie reagiert, als der Stadionsprecher sie nach Hause geschickt hat? Einige Pfiffe, aber sonst war es recht positiv. Ich denke, einsichtig. Also selbst die französischen Fans waren einsichtig. Ja. Ungläubiges Entsetzen, als die Nachricht vom Anschlag auf den Mannschaftsbus des BVB die Runde machte. Also ich bin extrem erschüttert. Ja. Die Leute sind natürlich bedrückt. Die Stimmung ist wirklich bedrückt. Wir sind fassungslos. Wie kann das sein, dass es hier Anschläge auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund gibt? Das ist uns eigentlich unbegreiflich. Unbegreiflich vor allem auch für die Mannschaft, die die Explosionen hautnah miterlebte. Die Mannschaft ist natürlich vollkommen geschockt, das ist ja klar. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, das einigermaßen so zu verarbeiten, denn das sind noch nicht mal 24 Stunden, dann müssen wir morgen spielen. Aber dieser Verein ist gerade in solchen Stunden eigentlich immer besonders stark. Und das wollen die Spieler heute Abend auch zeigen. Die Fans stehen auf alle Fälle hinter ihnen. Was willst du da machen? Willst du die Freiheit aufgeben? Nein, wir müssen weiterleben, wir müssen es weitermachen, wir müssen hingehen. Du kannst dir diesen Terror nicht beugen. Aber wir sollten uns durch den Terrorismus den Alltag nicht versauen und sollten wieder alle um 18.45 Uhr hier erscheinen. Um ein Zeichen zu setzen für die Freiheit, für den Fußball und für BVB-Innenverteidiger Marc Bartra, der bei dem Anschlag verletzt worden ist.